Guten Morgen, es ist 8.50 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren Live-Trade vor. Ich hole jetzt mal die Clubmitglieder mit rein. So, wir haben heute Morgen eine Trading Range von 21 Punkten, haben ein kleines Gap, waren heute Morgen schon etwas tiefer. Der Markt ist jetzt über die 11.200er Marke gelaufen, also knapp darüber. Ja, wo platzieren wir die Linien? Klassisch machen wir jetzt doch auf das Hoch der Bewegung. Das wäre dann hier bei 11.204 und 89 Short. Das ist dann so fast so ein klassischer Big Number Trade, den wir ja auch im Live-Trading-Raum des Öfteren nutzen. Wir platzieren die Order, wie immer, um 8.54 Uhr, haben heute Abend FED-Sitzung, Zinsentscheidung, Pressekonferenzen. Ja, wer das Risiko scheut an solchen Tagen, sollte sich raushalten, nur noch zur Information. Wir werden es trotzdem machen mit dem Live-Konto. Okay, dann gehen wir jetzt in den Markt. Es ist amtlich. Die Box für Mittwoch, den 30. Januar. Wir gehen long bei 11.204 und short bei 11.189. Eine 15er Box, 10-10 das Risiko, das zur Info. So, 16 Sekunden noch und wir sind im ersten Trade long. Die Glocke hat noch nicht geläutet. 10 Sekunden, 9 Sekunden, der Countdown läuft für Frankfurt. Unser Tech Profit sehen wir die blaue Linie dort und los geht's. Und 9 Uhr, dann gucken wir mal, ob wie der Kurs sich hier entwickelt. Wir sehen, wow, ein Punkt fehlt noch. Kurs sich hochgetrieben. Und wir sind raus, meine Damen und Herren. Raus aus dem Trade. Danke, lieber DAX. Und ich zeichne kurz den Trade ein. So, das war der Trade Nummer 519. Handelstag Nummer 519 in Folge. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Ich wünsche euch allen noch gute Trades. Bis dahin und bis morgen.